Zap, moin, Wano, wir am Start mit einer weiteren Runde. Sonntags geöffnet. Es ist wieder eine Woche her. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich habe definitiv meinen Spaß gehabt die Woche über, natürlich mal wieder mit der Arbeit. Wer hätte das gesagt? Abgesehen davon, dass Donnerstag natürlich Vatertag war und ein schöner freier Tag, was einem eine ganze Menge Gemütlichkeit gebracht hat. Ich konnte schön ausschlafen. Es war einfach nur herrlichst. Das Wochenende dagegen war halt ein bisschen was drunter und drüber. Freitag auf Samstag und Sonntag auf Sonntag. Samstag auf Sonntag wurde halt immer ein bisschen spät. Deswegen diese Folge auch etwas spät rauskommt, weil ich Samstag, also Freitag, Samstag hatte ich halt keine Zeit, irgendwas großartig zu machen, jetzt für Sonntags geöffnet. Und ich möchte halt natürlich auch versuchen, diese Sendung hier so zeitnah wie möglich irgendwie zu gestalten. Also alles, was ihr hier auf meinem Kanal seht, ist natürlich on top, einen Tag vorher meistens gemacht. So möchte ich das halt auch ungefähr halten. Also ich möchte halt möglichst nah dran sein zeitlich, so dass ihr quasi auch unter jedem Video immer irgendwas kommentieren könnt und ich entsprechend darauf reagieren kann in der nächsten Folge, die ich dann aufnehmen werde. So läuft das halt, so habe ich das vor und so werde ich das auch weiterhin durchziehen. Was ihr gestern eventuell gesehen habt, das ist eine kleine Kollaboration gewesen, das Bed Wars Video von Minecraft mit dem lieben Totu. Ich denke mal, ich werde das jetzt ein bisschen was öfters machen. Ist ein netter Bursche. Und er hatte mir halt angeboten, dass wir mal was gelegentlich zusammen zocken und ich suche halt immer mal wieder Leute, mit denen ich was daddeln kann. Und dann bietet sich Minecraft das eigentlich mal an, vor allen Dingen, weil ich das nie zuvor gemacht habe. Also wenn ihr wirklich die erste Runde überhaupt sehen wollt, wo ich mal was geschissen kriege, dann guckt euch das Ganze einfach mal an. Entweder über einen Kanal halt oder ich tu das einfach mal in die Videobeschreibung mit rein, ne? Kann ja nicht schaden. Ich hatte auf jeden Fall richtig viel Spaß dabei und auch mit dem Video-Editing im Nachhinein hatte ich eine ganze Menge Spaß. Hab auch die Endcard nochmal mit reingenommen, einfach um halt ja auf den Kanal von Totu nochmal zu verweisen, weil ne, habe ich halt mit dem zusammengedaddelt. Ansonsten, was ich noch habe, ist, ich habe mir gestern noch ein Joystick besorgt, also quasi diese Flugsimulator-Dinger und wer mich so ein ganz klein bisschen kennt, der weiß, dass ich auch War Thunder auf dem Rechner habe und lieben gerne Flugzeug fliegen würde. Das Ganze mit Maus und Tastatur allerdings so ein Mist ist, dass ich es sein gelassen habe und die Panzerschlachten finde ich einfach nur bäh. Also werde ich jetzt quasi das Ding nachher einstöpseln und erstmal ein paar Ründchen zocken und mich damit halt ein bisschen was auseinandersetzen und gucken, dass ich das irgendwie hinkriege, dass ich irgendwas kann. Vielleicht fliegen wir mal einen Simulator-Battle oder sowas oder wie auch immer der Quatsch da heißt. Ich meine, ich habe jetzt War Thunder schon ewig und 5 Tage nicht mehr angefasst. Muss mal gucken, vielleicht ist ein neuer Patch draußen oder so. Die sind ja eh immer da ziemlich dick hinterher. Also gucke ich mal, dass ich vielleicht irgendwann mal ein Video davon raushaue. Erstmal schauen, ob ich es kann oder nicht. Ist alles immer so ein bisschen schwierig abzuschätzen. Ja. Ich will euch ja auch unterhalten und euch nicht in den Ohren liegen damit, wie scheiße dieses Spiel ist, einfach nur, weil ich es nicht kann, weil ich unfähig damit bin. Ansonsten habe ich noch ein Video rausgehauen, heute, über EOS, Echo of Soul. Davon habt ihr entweder schon mal eine Fernsehwerbung gesehen oder ihr lebt hinter Mond. Ich meine, ich gucke wenig Fernsehen, ich habe die scheiß Werbung gesehen. Es ist halt ein MMORPG. Ich habe es angefangen, weil ich halt quasi Zugang zu Beta bekommen habe und habe einfach mal so ein kurzes, also ich bin bis Level 10 gekommen bis jetzt und habe einfach mal ein kurzes, was ich bis jetzt so mitgekriegt habe, wie sich das Spiel spielt und was es alles gibt, Video gemacht. Ich habe noch lange nicht alles gesehen, noch lange nicht alles. Ich war noch in keinem einzigen Dungeon drin, also von daher ist da noch extrem viel Potenzial nach oben und es hat sich angefühlt wie das erste Mal World of Warcraft zocken. Als gerade World of Warcraft, also die Grundversion, ganz, ganz, ganz gar damals rausgekommen ist. Also einfach nur abartig geil. Es hat richtig viel Laune gemacht, es hat richtig viel Spaß gemacht. Das Kampfsystem ist super klasse, macht richtig Spaß zuzugucken und aktiv da auch halt mitzumachen. Es gibt keine Heilerklasse, was ich sehr interessant finde. Vom Konzept her, jede Klasse hat seine Überlebensfähigkeiten, die er einsetzen kann, in Dungeons zum Beispiel. Und ansonsten gibt es halt gewisse Heilgegenstände oder sowas, die man herstellen kann oder halt kaufen kann entsprechend. Und das dürfte alles extrem schwierig werden. Also wenn man keinen Heiler hat in Dungeons, muss man sehr, sehr, sehr viel auf Movement achten.
Man muss die verschiedenen Phasen von Bossen kennen oder man muss Mobgruppen abschätzen können und all so ein Schwachsinn. Und man muss sich sehr, sehr gut absprechen innerhalb von Gruppen, um dort effektiv auch durchzukommen. Auch wenn es halt Solo-Dungeons gibt, wo man dann halt alleine in der Gegend rumtingelt. Muss ich alles noch gucken und ausprobieren. Ich werde davon auf jeden Fall nochmal ein Video in der Zukunft raushauen. Aber erstmal zocken, ne? Ganz klare Sache. Paths of Exile werde ich, denke ich mal, aus dem Programm rausnehmen. Das kommt ja jetzt immer dienstags und freitags momentan. Allerdings, ja, es ist halt ein Hack-and-Slay-Spiel und es ist jetzt nicht so irgendwie aufwendig, dass man da großartig extrem viele Videos von machen kann oder viel machen kann. Ich habe ziemlich meine Charakter-Settings ausgewählt, was ich machen will, wie ich es machen will. Wenn großartige Änderungen oder sowas kommen oder ich irgendwas Neues habe oder so, dann bringe ich auf jeden Fall nochmal ein Video davon raus. Aber erstmal möchte ich das halt rausnehmen. Ich denke mal, ich werde stattdessen erstmal Black and White wieder beleben. Das hatte ich ja zwischenzeitlich mal pausiert, dass ich das fertig kriege. Damit hier nicht so ein dämliches Unfinished-Produkt in der Gegend rumpimmelt auf meinem Kanal. Ich werde in Zukunft auch nochmal zwischenzeitlich mit X-Blades anfangen, was ja damals aus irgendeinem seltsamen Grund totale Popularität hatte. Ich habe damit aufgehört, weil YouTube mir gesagt hat, Achtung, die Musik, die du da benutzt, die ist halt von irgendwem lizenziert und so ein Schwachsinn und Urheberrecht und sowas. Und jetzt, wo ich einen Zugang zu einer großen Musikbibliothek habe, werde ich mir da selber Musikstücke raussuchen, und zwar einige. Und mir so meine eigene Musik im Hintergrund laufen lassen. Ja. Ich lasse mir doch nicht von der Musikindustrie alles vermiesen. Ne? So. So viel dazu. Also erstmal Black and White. Freue ich mich drauf, das auch mal wieder anzufangen und durchzuzocken. Es hat halt kein Schwein geguckt, aber ist eigentlich relativ egal. Ja, sonst schaue ich mich halt noch um nach anderen Games, die ich vielleicht zocken kann. Ich meine, ich habe den ganzen Menge rumstehen, was ich aber alles schon gespielt habe. Und ich will mal gucken, ob ich irgendwie noch vielleicht was anderes kriege. Vielleicht ein fettes Rollenspiel oder sowas. Sowas richtig Riesiges oder sowas. Aber mindestens mal 3 Jahre lang, also 3 Jahre alt sein muss, damit mein Rechner das auch noch auf einer angenehmen Grafik halt umsetzen kann. Da muss ich mich halt noch umgucken, was ich da mache. Irgendein Singleplayer-Teil, was halt eine geile Grafik hat. Und was richtig Spielspaß bringt. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt unbedingt mit Skyrim zum Beispiel anfangen muss, weil das gibt es im Internet ja auch so endlos viel, aber das ist bei allen Spielen so. Also muss ich mich auch nicht irgendwie vorhalten lassen von irgendwem, dass ich irgendwie nachmache oder so ein Quatsch. Ich zock einfach das, worauf ich Bock habe. Und sobald ich irgendwas Neues gefunden habe, ihr werdet es auf jeden Fall als erstes erfahren. Ja, das ist so ungefähr meine Woche, was jetzt hier abgeht, was ich gemacht habe und was ich demnächst vorhabe. So ein kleiner Abriss quasi. Wir gucken mal, was die nächste Woche bringt. Ich hoffe, viel Gutes. Euch wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Restsonntag und einen schönen Start in die nächste Woche. Denkt einfach, dass der Montag kein Montag wäre, sondern ein Dienstag und dann geht das auch schon. Dann hat man auch nicht so die Montagsmüdigkeit. Ja, einfach so tun. Na, als wäre der Arbeitstag eigentlich ein Feiertag. Und das, was man macht, macht einem eigentlich Spaß. Einfach mal so tun. Ne? Ihr müsst es ja nicht behaupten oder so, sondern einfach mal so tun, als ob. Mal gucken, ob das besser läuft. Ansonsten, ne, wie gesagt, schönen Tag noch. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.